Jeder kennt sie, jeder hat sie. Alltagsfragen. Haushalt und Wohnen. Abstauben. Im Haushalt wird jeder zwangsläufig mit dem kleinen, feinen Schmutzbegleiter konfrontiert. Kaum ist er weg, ist er schon wieder da. Aber haben Sie sich schon mal gefragt, woher der feine Schmutzfilm auf unseren Kleiderschränken oder dem Fußboden eigentlich herkommt? Staub ist eine Mischung aus kleinsten organischen Teilen. Hautschuppen, Haare von einem selbst oder dem Haustier, Fasern von Teppichen oder Kleidung. Diese Mischung schwirrt wie wild durch die Luft und landet so irgendwann auf unseren Möbeln. Der Experte rät zum feuchten Wischen, denn ein haushaltsüblicher Staubsauger würde kleine Partikel direkt wieder ausstoßen. Außerdem gilt, dass ein Teppichbelag in der Wohnung besser geeignet ist als Parkett, denn der Teppich bindet den Staubgehalt. Die meisten haben ihn am allerliebsten im Käse, aber auch in Haushalten ist er oft anzutreffen. Schimmel. Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes haben rund 3 Millionen Haushalte in Deutschland damit zu kämpfen. Ganz einfach gesagt entsteht Schimmel da, wo es feucht ist. Am wohlsten fühlt er sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 15 und 30 Grad. Dem entgegenwirken können Sie mit einer angemessenen Raumtemperatur und niedriger Luftfeuchtigkeit. Denn nicht nur unsere Hauswände leiden unter Schimmelbefall, auch unsere Gesundheit. Im schlimmsten Fall können allergische und reizende Reaktionen des Körpers die Folge sein. Dieses Problem kennt bestimmt jeder. Die Holzschublade am Schrank klemmt. Sie können drücken und ziehen, wie Sie wollen, aber das Fach lässt sich einfach nicht reibungslos öffnen. Da Holz ein Naturbaustoff ist, reagiert es auf äußere Bedingungen wie zum Beispiel Luftfeuchtigkeit. Tipp, versuchen Sie es mal mit Kerzenwachs. Das wirkt wie eine Ölung. Einfach auf die Schienen der klemmenden Schublade streichen und schon kann es wieder wie geschmiert laufen. Das gilt übrigens auch für Kunststoffschubladen. Einen saftig grünen, gleichmäßigen Rasen hat ja jeder gerne im Garten. Wäre da nicht diese kleinen Hügel mit noch kleineren Bewohnern? Ameisen. Diese Hügel entstehen, wenn die Ameisen in der Erde ihre Nester bauen. Dadurch werden kleine Erdteilchen nach oben transportiert. Ein Hausmittel gegen die sogenannten Gartenameisen, das jeder in der Küche hat, ist Backpulver. Das einfach über den Haufen streuen. Die Ameisen sammeln das dann als Nahrung ein und als zweiten Schritt kippen sie kochendes Wasser in den Haufen. Damit wird er ausgeschwemmt und die Ameisen werden zum Großteil vertrieben. Das gilt aber nicht für die Waldameisen, denn die stehen unter Naturschutz.